Ja, Leute, herzlich willkommen zum neuen Mischwurst-Projekt Pokémon Silberne Edition. Nur weil, da weiß ich noch nicht, das kann ich drauf wechseln lassen. Ja, ansonsten, warte mal. Wie wollen wir es denn jetzt gerade? Ja, ich nehme das jetzt gerade nachts auf. Joa! Nachdem wir Pokémon Gelb endlich geschafft haben, sind wir jetzt endlich in der zweiten Generation angekommen. Nicht wundern, ich spiele auf dreifacher Geschwindigkeit, weil geht erstens schneller und zweitens im Grunde, wir kennen alle Pokémon, na so. Wie, da ist kein Trank drin? Was ist das denn, ey? Ach, ja, ja. Yay. Warte, welchen Tag haben wir denn? Noch haben wir Freitag. So. So, wir spielen mit Feurigel. So. Ja, freut mich natürlich, dass wir jetzt mal in der zweiten Generation angekommen sind. Weil ist echt schon. Ist schon was komplett anderes, so, ne? Ich muss sagen, früher. Also ich erinnere mich an die zweite Generation halt immens, weil. Ja, da fing es halt so richtig an, dass ich als kleines Kind mal ein bisschen mehr geschnallt habe. So, ne? Ja, vorher natürlich, ich habe ja natürlich mit Pokémon Blau habe ich angefangen, ich habe Pokémon Stadium und so weiter, ne? So ist nicht. Aber die zweite Generation war für mich sehr, sehr, sehr fremdlich. Also, meine erste Edition war Pokémon Goldene Edition, aber ich habe das nie so richtig gerafft, dass wir jetzt, dass eine neue Edition draußen ist, so, ne? So. Ich nehme mal den Trank, weil ich bin zu faul, ins Pokémon Center zu gehen. Ich würde gerne noch ein bisschen trainieren, weil Feurigel braucht Levels. Genau. Nee, es war einfach fremdlich für mich. Ne, dann lief ja auch die dritte Generation so. Das war alles so merkwürdig und anders so, ne? Also anders in Form von, ihr wisst schon, was ich meine. Aber die zweite Generation habe ich auch sehr, sehr oft durchgespielt. Also ich habe ja Pokémon Kristall gehabt. Da habe ich extrem viel gezockt. Es war alles ein bisschen anders so, ne? Das Spiel war ja komplett anders. Aber halt auf eine Weise, die gut war, so, ne? Also jein gut. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ich habe damals ja alles gesammelt. Ich habe ein Sticker-Album gehabt. Die Serie habe ich im Fernsehen gesehen. Ja. Ja, und ich hatte Pokémon Goldene Edition gehabt. Ein Freund von mir hatte Silberne gehabt. Ey. So, Professor Lind ruft an. Es ist schrecklich. Bald, ich komme hier hin. Mir wird alles geklaut. Muhahaha. Ja. Oder so ähnlich. So.
Genau, mein Freund hatte mit Feuerriegel angefangen und ich hatte mit Kanimani. Und ein anderer Kollege hatte Endivia. Richtig lustig, ne? Naja, weiß nicht. Ich war immer für Wasser, weil, ja, ich bin halt ein großer Fan von Kanimani, halt, von Shigi gewesen, ne? Und, ja, dann kam natürlich Kanimani. Ja, war ich natürlich dann für Kanimani halt so, ne? Es gab auch kein anderes Pokémon für mich. Ich hab nur Kanimani. Wow. Wow, zwei Volltreffer. Bruder, was ist los bei dir? So. Ja, und es war halt auch befremd. Also als Kind war schon schwierig, ja. Müsst mal verstehen, ich wusste gar nicht, dass es Kanto gibt im Spiel. Alter, ich war sowas von... denke ich mir so, what the fuck, es gibt Kanto? Ich darf nochmal 8 Arena-Leiter besiegen? Wie nennen wir den überhaupt? Boah. Keine Ahnung, Klaus. Klaus. Wir hätten ihn auch Fragezeichen nennen können oder so weiter. Wir hätten ihn auch Silber nennen können, ja, egal. Das heißt ja Klaus. So. Müssen wir jetzt aber gleich Glut lernen. Na, ich fand die Serie einfach auch... Ich fand alles merkwürdig. So, die Pokémon waren anders. Ja, es kam halt neue Pokémon dazu, ne? 101 oder... Ja, 101 neue Pokémon kamen dazu. Da sich als Kind erstmal dran gewöhnen. Und dann hast du hier halt neu... alles neu, so, ne? Da, ja. Da musste ich mich halt erstmal dran gewöhnen. Oh, wir haben. So, heute muss ich noch lernen, soll ich schon trainieren. Ich habe einfach drauf spekuliert. So, Level 4. Ja, ist jetzt halt ein bisschen grinden, ne? Geht halt gerade nicht anders. Hättest du fast bekommen, aber die Heuler waren jetzt echt super und das einmal daneben gehen war natürlich großartig.
So, dann lehnt Feuerregel wohl auf Level 11 Glut, hoffe ich mal. Also im Grunde brauche ich eigentlich gar keinen Hut, weil wir ein Feuer-Pokémon haben. Hut ist eigentlich ein Pokémon, was wir nicht benötigen brauchen. Eigentlich nicht, ne. Ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Schön, wir trainieren es gerade und dann merken wir, ach, brauche ich ja gar nicht. Also nicht so richtig. Ne, wir werden es jetzt trotzdem trainieren. Weil ich Hut mag. So, jetzt hat er es geschafft, ey. Level 5 ist gut. Ja, Glück, dass jetzt auch zig Sachen daneben gegangen sind. Aber es ist halt so merkwürdig, dass die Sprites in Gold und Kristall die gleichen sind. Also bis auf den Unterschied, dass wow, ja gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass er einen Volltreffer rausholt. Also dass die gleich sind, außer halt in Kristall gibt es halt noch diese Bewegungsanimation, die sie dann eingeführt haben, was ich echt sau cool finde. Ne? Das halt schon möglich war für den Gameboy, ne? Das ist natürlich immens geil gewesen. Naja, und halt in Silber sind halt immer komplett andere Animationen. Das habe ich früher gar nicht gecheckt. Ja, ich war früher nicht so. Als Kind war ich nicht ganz aufmerksam. Das kam dann halt so wie ein Blitz halt. Oh, da waren andere Sachen. Wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Ach, der Müll kann weiter. Ersten Trainer mal machen. Ja, mein erstes Let's Play Projekt auf YouTube war ja Final Fantasy 1. Und das zweite, was ich dann auch abgeschlossen habe, war ja dann Pokémon Kristall. Das war mein erstes Projekt, was ich auch beendet habe. Mit, boah, ich glaube 40 Parts. Ja, damit das halt nicht nochmal passiert hat, spiele ich das jetzt halt auf einer schnelleren Geschwindigkeit. So, ne? Weil dann kann ich das Grinden hier auch machen und so weiter. Ja. Sollte man nicht unbedingt. Verstehe ich auch komplett. Na? Und ich finde es halt auch cool, dass auch einige Trainer halt anders stehen. In Kristall zum Beispiel steht er halt im Gebüsch. Hier steht er draußen, der Käfersammler. So welche Kleinigkeiten, die sind cool. Na? Sowas feiere ich immens. So, jetzt ruft unsere Mutter an. Ey, das vergesse ich so sehr immer. So, warte mal. Hier kriegen wir... Super, das will ich nicht.
Genau. Den kleinen Stein. Dings wird jetzt draufgehen dabei, leider. Aber ich will diesmal mit einem kleinen Stein spielen. Wenn es mal um den Ball geht. Überraschend, das ist Level 2 und geht wieder raus. Das ist ein Pokéball. Surprising! Na, und dieser Käfersammler ist normalerweise rechts und jetzt ist er hier, hier in dem. Und Silber ist halt hier unten. Ich finde so, diese Kleinigkeiten sind einfach richtig nice. Ne? So was feiere ich unnormal. So. Immer noch kein Glut, was ist da denn los? Dann auf Level 12 oder was? Ja, ist ja natürlich blöd. Aber kann man nichts machen. Oh, ein Knuffenser. Könnte ich eigentlich gebrauchen. Hätte echt an eine Pflanze-Pokémon gedacht. Dass wir ein Pflanze-Pokémon aufnehmen. Ja, wir werden ein exotisches Team heute in diesem Tag kriegen. Freut euch schon mal drauf. Ja gut, das muss sich ein bisschen grinden. Das wird ein bisschen nervig. Ja, im Grunde könnte ich das auch aufschalten, so, aber ganz ehrlich, Leute. Ah, machen wir trotzdem. Da ist halt auch momentan. Ich bin auch am Überlegen, also. Ob ich hier für den Mittwoch immer einen zweiten Part mache. Weil wir haben jetzt 7 Wochen. Normalerweise, ne, hat der. Kleine Auszeit gehabt. 7 Wochen hatte ich jetzt für Pokémon Gelb gebraucht, weil ich ja jede Woche nur einen Part rausgeholt habe. War ich dann irgendwie am Überlegen, ob wir dann immer nur eine Stunde halt aufnehmen vom Pokémon Part, weil halt nur eine Folge ist. Oder ob ich 2 Parts mache. Weil Pokémon natürlich auch schon dauert, so ist es nicht, ne? Und ich halt auch andere Projekte auf Mittwoch packen würde. Sofern ich nicht für Donnerstag entscheide, falls ich F4 irgendwann mal durch habe, da halt andere Spiele zu spielen. Aber eigentlich wollte ich die PC-Spiele abhaken, weil habe ich genug von. Die müssen auch weg. Die stapeln sich hier mittlerweile auch. Ja, und heute kam auch noch ein Paket, sind noch mehr Spiele dazugekommen. Ja. Aber coole Spiele wieder dabei. Also ein bisschen, also nicht so die super mega Bomben-Highlights. Da ist, glaube ich, nur 1 oder 2 Spiele dabei. Die restlichen brauchte ich halt für meine Sammlung Komplettierung. Ne? Jetzt habe ich eine Serie habe ich zum Beispiel jetzt komplett. Endlich. Da fehlt mir halt nur noch ein Remake, was für die PS4 rausgekommen ist. Aber da ist halt auch die Frage, will ich das überhaupt haben? So, na, vielleicht schon. Na. So, ich glaube, Knovenza wird's übel haben. Ja, genau. Das Pokémon wird's übel haben. Ich werde es nicht überleben. What? Kollege, wir sind Level 3. Level 2, wir sind Gestein. Wow, es finisht. Es finisht einfach alles. Wow, das ist übel. Es finisht leider alles. Das ist natürlich sehr bitter. Ah, Mann. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut, dass wir keine Nuzlocke Challenge machen.
bin ich tatsächlich auch nicht so für, sage ich ganz ehrlich. Also. Ja, Blitz wäre fantastisch. Bruder, kommt hier kein? Ja, diesmal mit einem Knuffenser. Ach ja. Erinnert sich irgendjemand von euch noch an Dextro LP? Das war damals ein Projekt, also ein Kanal Zusammenschluss von drei Leuten, von drei von meinen Freunden, also von zwei Freunden und ich. Und da hatte ich auch irgendwie, da war mein erstes Projekt, da habe ich auch ein Part aufgenommen. Das war auch so ein Pokémon-Hack mit Knuffenser gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel hieß. Projekt ist dann halt nicht mehr zustande gekommen, weil wir das eine Mitglied dachte, dass wir die ganzen Projekte, die wir sowieso machen, auf seinen Kanal halt auch packen. Beziehungsweise nur noch dann für den Kanal aktiv sind. Ja, und der eine Kollege hat halt penetrant gesagt, nee, ich mache auch Stoff für meinen Hauptkanal. Ja, und somit ist dann das Projekt gescheitert. Also gescheitert, beziehungsweise der Kollege hat dann gesagt, nee. Ohne uns irgendwas zu sagen, hat er uns dann halt aus dem Kanal rausgekickt, Passwort geändert, etc. Ich bin ganz ehrlich, fand ich schade. Weil ich habe gesagt, natürlich mache ich auf meinem Hauptkanal auch Videos. Höchstens auch so die, auch Richtung Hauptprojekte mehr, so, ne? Aber ich werde halt auf dem Kanal dann auch Projekte aufnehmen, die ich trotzdem gerne zocken möchte, so, ne? Waren ja Pokémon-Hacks gewesen, so. Und dachte ich auch so, why not? So, ne? Beide profitieren. Ich kann, ich zocke mal was Neues, weil wusste jetzt nicht, ob das so gut ankommt. Ich meine, wenn wir uns jetzt anschauen, ich habe Pokémon Aqua oder Blue Aqua Edition. Kam jetzt nicht so gut an, wobei, sagen wir es mal ganz ehrlich, das Spiel war jetzt auch mehr, war mehr auch, nur der Anfang wurde irgendwie gemoddet, alles andere war das gleiche Spiel und ich konnte das Spiel noch nicht mehr beenden. Ja. Und Pokémon Flora Sky kam jein an. Ein paar Klicks kriegt dich, ja, aber halt nicht viel. So, und natürlich irgendwann halt die Motivation ging auch runter. Ne? Muss ich trotzdem irgendwann mal beenden. Machen wir halt irgendwann mal. Ja, mehr kann ich nicht sagen, Leute. Viel kann ich halt nicht sagen. Weil ich möchte gerne die Spiele, die ich hier habe, alle durchkriegen. Eher physische Spiele, weil dann ist man, geht meine Sammlung endlich mal ein bisschen, oder mein Stapel geht dann endlich mal weniger, der immer mehr wert, ne? Ja. Dass der halt weniger wird und dann kann man vielleicht noch einen zweiten Tag reinpacken. Weil so wie es jetzt momentan ausschaut, wird erstmal kein Platz frei sein für was Neues. Außer ich entscheide mich halt die Streams
den Streamtag auszuschalten und dort auch Videoprojekte zu machen. Dann hätte ich dann aber mal wieder 7 Tage Projekte. Und es ist momentan sowieso schon schwierig, genügend Projekte frühzeitig, also beziehungsweise rechtzeitig hochzuladen. Ja. So, jetzt haben wir tatsächlich nur gegrindet heute. Aber halt auch ein bisschen Puzzeln dabei. Ey, wir haben endlich Blut gelernt. Was ist da denn los? Ich glaube, auf Level 14 entwickelt sich mein Pokémon. Wenn ich jetzt mal richtig in Erinnerung habe. Ja. Aber ansonsten so mit den Projekten bin ich teils, was heißt teils, mit den Projekten bin ich zufrieden soweit. Ja, man möchte natürlich gerne so schnell wie möglich die Projekte durchhaben, weil es ja halt immer mehr Spiele werden und ich halt auch mal Bock auf was anderes habe, ne? Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch Forza umgeswitcht und dann ein anderes Rennspiel gespielt, beziehungsweise angefangen. Ja, damit auch mal was anderes kommt, so, ne? Und ich bei Forza ausgerastet bin. Ständig. Ja, das Spiel ist einfach. Das ist für mich eine Zündschnur. Das Spiel ist echt. Macht mich sehr, sehr aggressiv, sage ich ganz ehrlich. Ich bin eigentlich kein Ausraster, aber das Spiel, Alter, da geht eine Zündschnur ganz, ganz schnell runter, ey. Ganz, ganz schnell. Ja, wie gesagt, viele PC-Spiele, GBA habe ich auch super viel. Ja. Na, jetzt habe ich natürlich keine Attacken mehr. Kleinstein. Ach, der hat auch keine Attacken. Verdammt. Verdammt. Scheiße. Deswegen setze ich den ja gar nicht mehr ein. Mist. Ah, das war Fail. Das war dämlicher Fail. Ja. Was könnte man hier unten nochmal tauschen? Auf jeden Fall Macho kriegt man hier. Ich weiß gar nicht mehr gegen was. Ah ja, Knofenser gegen Onyx. Ich habe einen Knofenser, aber ich habe schon ein Gesteins-Pokémon. So, mit Blut werde ich hier durchrushen. So. Ja, dass wir so einen kleinen Erfolg noch haben. Also Erfolg haben wir ja sowieso. Dass wir irgendwie, keine Ahnung, ersten Ort noch durchziehen. Ne, da unten war der, okay. Oben war der. Das Item. Hier kann man tatsächlich einen Nebulak fangen. Wäre auch cool. Nicht auf Nebulak und Radfahrzeug.
Ja, Nebulok wäre auch nicht schlecht. Würde ich auch gerne nehmen. Mal verdammt. Hotdot. Ballgesicht. Nein! Fuck! Mann! Scheiße! Mann, das kotzt mich, das ärgert mich jetzt gerade richtig. Mann! So, gehen wir gerade mal dahin. Obwohl Pokéball einfach scheiße. Ich will Nebulok jetzt haben. Das werden wir dann offscreen, werde ich offscreen trainieren. Boah, das ärgert mich jetzt gerade. Scheißdreck. Also mal hatte vorne. Weil die ist ganz, ganz selten Encounter eigentlich. Oh, Level 5 ist noch besser. Ui, das war schon knapp. Danke, Nebulok gefangen. Nice! So, richtig exotisches Team haben wir. So. Ja, dieses Attackefeld ist ein bisschen merkwürdig. Ach Mist. So. Ne, cool, haben wir noch einen Nebulok gecatcht. So, dann haben wir noch, dass unser Feuerregel sich weiterentwickelt. Jetzt haben wir ein cooles Igelava. Mega geiles Pokémon, feiere ich richtig. Also Igelava und Tornupto sind Bomben, richtig coole Pokémon. Feiere ich wirklich. So, besiegt. Dann haben wir Hutthut, dann kommt Kleinstein rein. Kleinstein ein bisschen trainieren. Ich meine, mit Gold hatten wir nämlich Maschok gehabt, Herakles. Glaube ich jedenfalls. War das Herakles? So, ja, das ist so der Endboss hier, ne? Finde ich aber cool. So, finish. Supi, Level 15. So, wir brauchen einen Blitz. Ja, den Turm müssen wir ja gewissermaßen machen, um halt die nächste Stage überhaupt zu erreichen. Ich meine, der Tunnel da unten. Achso, ja. ich wollte schon weiterreisen. Dachte, ach, Arena habe ich schon. Nee. Leider nicht. Ja, wir machen jetzt den Arena-Fight noch und dann werde ich Dings noch stitchen. Also offscreen werde ich Nebulok ein bisschen trainieren. Ja. Geil. Steinwurf gelernt, genau das, was ich brauchte. Ich glaube, sie sieht so cool auf diesem Sprite aus.
Wir können natürlich keinen Geowatz kriegen. Geowatz ist natürlich tausendmal geiler als ein Georock, aber was wollen wir machen? Ja, natürlich Lehmschelle. Aber der Steinwurf trifft Gott sei Dank trotzdem. Boah, Tauboga, richtig cooles Art. Adrip, sag ich schon, cool. Sehr, sehr cooler Sprite. Ah, reicht nicht ganz. Das ist natürlich bitter. Na, schade. Nebulak. Schleck. Trifft Schlecker? Natürlich nicht. So. Level 7 schon mal trainiert. Geil. So, Flügel ordnen. Damit haben wir den ersten Orden. TM31 ist Lehmschelle. Lehmschelle ist an sich nicht schlecht, aber benötigen wir halt überhaupt nicht. Genau. Jetzt wird er mir sagen, oh, Eisdog. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, was ich mache, deswegen nimm du das Ei, damit wir herausfinden, was mit ihm los ist. So, dann speichern. Und das war's. So Leute, das war's. Das war Pokémon Silber für heute. Ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Nächste Woche Mittwoch. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.